wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. 16. Spieltag in der Landesliga Gruppe 1. Der tabellenletzte FC Remscheid musste zum dritten SC Velbert auf deren Kunstrasenplatz in der BLF Arena antreten. Nachdem nun das neu gewählte Präsidium im Amt ist beim FCR und ein Teil der ausstehenden Gehälter geflossen sind, hoffte man auf eine positive Reaktion der Mannschaft, obwohl sich die ersten Elf von selbst aufstellten, mit der weiterhin sehr langen Verletztenliste, während Velbert letzte Woche 8:1 in Benrath gewonnen hatte. Die Remscheider hatten den besseren Start in die Partie. Die 7. Minute, Keita Makiyama spielt quer in den Strafraum, aber Goalgetter Alexander Stanojevic kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Das hätte die frühe Führung für den verunsicherten FCR sein können. Es entwickelte sich eine offene Partie auf bescheidenem Niveau, in der der FCR nicht schlechter war als die Velberter. Aber dann die fatale 19. Minute. Fehler von Marius Suchanov, der den Ball nicht einfach klärt, und der freie Filippo Filippas schiebt ein ins FCR-Gehäuse. Die Führung für den SC Velbert. Die Fans der Remscheider befürchteten nun Schlimmes. Aber Velbert spielte weiterhin abwartend, während der FCR sich nicht nach vorne kombinieren konnte. Dann schon die 44. Minute. Aus dem Nichts Velberts Goalgetter Robin Hilger mit dem 2:0 für die Gastgeber. So sollte es dann auch in die Pause gehen. Brillendesign aus Remscheid. Bei Frank Berghoff Augenoptik auf der Alleestraße bedeutet das 100% Leidenschaft, 100% Handwerk, 100% Qualität. Wir entwerfen Ihre individuelle Wunschbrille. In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts. Velbert spielte abwartend, während die Remscheider fast nichts nach vorne zustande brachten. Nur einmal Alexander Stanojevic in der 59. Minute mit einem Schuss Richtung Tor. Das war's. Dann gab es noch den Fairplay-Moment dieser sehr, sehr schwachen Partie, die 60. Minute. Robin Hilger geht Richtung FCR-Tor, kommt zu Fall und Schiedsrichter Thorsten Schwertfeger zeigt zum Entsetzen von FCR-Keeper Nico Tauschl sofort auf den Punkt. Aber nach Rücksprache mit Robin Hilger revidiert der Referee seine Entscheidung und es gibt Schiedsrichterball. Großes Kompliment für Robin Hilger und seine Ehrlichkeit in diesem Moment. Aber danach passiert gar nichts mehr. Velbert verwaltet, der FCR weiß nicht, was er tun soll, um überhaupt Torchancen zu kreieren. Am Ende verliert der FC Remscheid verdient mit 0:2 an einem sehr kühlen Sonntagnachmittag beim SC Velbert. Der FCR hätte noch Stunden spielen können, aber ein Tor hätten sie an diesem Tag wohl leider nicht gemacht. Nach dieser Niederlage bleibt man am Tabellenende bei 11 Punkten aus nun 16 Partien. Am kommenden Sonntag hat der FC Remscheid spielfrei wegen Toten Sonntag. Man hat jetzt also 2 Wochen Zeit, sich aufs nächste Spiel gegen den SSVG Heiligenhaus im Röntgenstadion vorzubereiten.